Da schlafen welche. Ich möchte denen jetzt ja auch nichts klauen. Mini-Atombombe. Der hat eine Mini-Atombombe einfach drin rumliegen. Sonst geht's dir gut, Junge, oder was? Kann man sich mal kurz unterhalten? Steh mal kurz auf. Ja, ich weiß, du hast einen langen Tag hinter dir, aber ich schau mal hier bin. Was du da? Hallo. Hey, hallo. Du solltest morgen mal bei meinem Stand vorbeikommen. Commonwealth Weaponry. Ja? Hey, Arturo. Ich handle schon mein ganzes Leben mit Waffen, genau wie mein Vater. Irgendwann wird meine Tochter das Geschäft übernehmen. Deine Tochter? Okay. Dann leg dich mal hin. Schlaf weiter. Nacht. Ich geh mal nach oben. Oh. Falls hier deine Tochter wohnen sollte, solltest du nicht unbedingt die Pistole hier liegen lassen. Ein Teddy. Wie heißt denn Teddy natürlich? Gehört der Tochter. Hundi hat Verständnis für. Du hast ja schon ein paar, ne? Wir nehmen ja nur die einsamen Teddys mit, die irgendwo rumliegen. Der kommt jetzt hier an. Ich mach hier nichts, ich guck nur. Ich nehme hier nichts weg. Du brauchst keine Angst haben. Ich will nur gucken. Ich gehe ja schon. Tschüss. Das war ich nicht. Tschüss. Oh Mann. So. Geräuschfalle entschärfen. Nee. Oh, hier steht Kleber rum. Günstige Wunderkleber. Du willst handeln? Wir haben immer. Du hast ja schon genug von mir bekommen. Derzeit sind Besen im Angebot. Besen? Oh nein. Warten Sie. Meine Programmierung sagt mir, dass wir nie Angebote haben. Vielleicht sollten Sie etwas anderes kaufen. Ja, nee, jetzt gerade nicht. Jetzt nicht. Dann ein andermal, ja? Ja, ja. Du hast schon von mir über 1000 Kronkorken bekommen. Sei damit zufrieden. So, was haben wir denn hier drin? Entsperren, Schlüssel erforderlich. Homeplate. Oh. So, was haben wir denn hier? Homeplate. Schlüssel erforderlich. Aha. Los ist da im City ja gar nicht. Ich hab gedacht, der geht hier richtig ab. Hey, bist du dieser Händler aus Quincy? Geh doch, Junge. Hast du eine Salbe? Ich hab da diesen. Ja, ihr habt alle einen Ausschlag. Du bist aber der gleiche hier, der hier rumläuft und immer mit seinem komischen Ausschlag. Hier ist aber keiner mehr. Wo seid ihr denn alle? Chirurgiekeller. Mhm. So, wir gehen jetzt mal zur Bar. Hallo. Hi. Auf dem Markt riecht es nach Nudeln, Blut, Shampoo und Munition. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Was? Was willst du damit sagen? Ob ich eine Mascara möchte? Was? Ich antworte jetzt mal sarkastisch. Erzähl mir einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Ja? Ja? Nudelschale. Nee, davon habe ich genug. Mascara? Nudeln. Oh, Nuka-Cola. Ja. Viel Spaß noch, so. Nee, jetzt nicht. Nein. Nein, jetzt nicht. Wenn er doch nur ja versteht, warum kommt dann, wenn ich auf Nein drücke, nicht auch das Handelsfenster? Das wäre ja lustig. Da unten kann man runtergehen. Wenn du Hunger hast, ja. Bei Power Noodles kannst du dir schnell was reinhauen. Ja. Sprich einfach mit dem Roboter. Ich kann auch so Leuten eine reinhauen, da habe ich kein Problem mit. Ja, ja doch. Also gar nicht. Ja, dann tschüss. Rennt hier rum?
will meine Ruhe. Ja, dann geh doch. Wo geht's denn hier hin? Keller von Fellens. Aha. Da möchte ich doch gerne... Wenn du dir die Haare schneiden lassen willst, sprich mit John. Ja, später. Ich will mich erstmal im Dunkeln umgucken, dann will ich mir im Hellen nochmal umgucken, wenn hier noch, wer hier noch alles rumläuft. So, Leute. Hallo. Hey, Mo. Hau ab, Kleiner. Du nervst. Ach, auf einmal nervig? Ernsthaft? Weil ich dir gesagt habe, wie richtig Baseball geht? Hey, Polly. Lass mich in Ruhe. Aha, ihr habt alle gute Laune. Gefällt mir. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Mhm. Hey, Solomon. Du musst das Leben so nehmen, wie es kommt. Weißt du, wenn was Schlechtes passiert, sagt man am besten einfach Ja dazu. Gut. Hier hin. Gehen wir mal gucken. Ich bin mal gespannt. Vadim, ich muss mit dir einen Augenblick noch hier finden. Ich erzähl gerade was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meierlurk. Ein Meierlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jefi. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst darum. Ich wollte jetzt nicht näher rangehen. Ich habe Angst, dass ich dann irgendwie das Gespräch unterbreche dadurch. Na du? Hi. Hey. Was ist mit dir? Söldner? Karawanenwache? Wer bist du denn? Du zuerst. Wie heißt du? Hawthorne. Und du bist definitiv nicht von hier. Ich kenne alle Siedlungen auf beiden Seiten des Charles River. Und ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Wie dem auch sei. Ich entspanne mich ein bisschen und erzähle Geschichten, während ich auf den nächsten Job warte. Ich war schon überall. Hab Walls gesehen, Vorkriegsruinen und jede Menge Monster. Du kennst Walls? Welche? Du warst schon mal in einem Vault? Ja, schon mal von Vault 81 gehört. Sie sind ziemlich reserviert. Aber ab und zu lassen sie neue Leute rein. Du erkundest also alte Ruinen? Letztens hatte ich mir Salem vorgenommen, eine sehr alte Stadt im Norden. Hab es aber nicht bis dahin geschafft. Hab auch ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Region. Dann lass mal deine besten Monstergeschichten hören. Ich stamme aus Diamond City. Wenn du über was wirklich Erschreckendes reden willst, dann lass uns über das Institut und seine Synths sprechen. Geh besser nicht nach University Point. Glaub mir, du willst nicht wissen, wozu sie fähig sind. Wir sehen uns, Hawthorne. Bis später. Okay. So, was haben wir denn hier gefunden eigentlich von Laden? Hier sind die Leute, die irgendwie ihre Freizeit ein bisschen entspannen oder so. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Bar, aber so wirklich eine Bar sind die auch nicht. Okay, wir gucken uns das mal um. Oh, ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Brauchst du ein Zimmer? Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Bietet ihr eure Milchschnitte an? nö, ein Zimmer, weiß ich es nicht. Nee, Zimmer mieten. Nee, ich wüsste jetzt nicht wofür, nö. Ich glaube nicht. Wie du meinst. Wie du meinst. So, das ist hier Zimmer 1 wird. Mal gucken, wie die Dinger hier ausgestattet sind. Wow, ein Schlafsack liegt am Boden. Und da ist eine Spalte in dem Ding drin. Aha. Ja. Ne, Hundi, geht so hier, ne? Okay, wir gucken uns mal weiter um. Hier sind die anderen Zimmer. Okay, da hinten steht einfach eine Wanne mittendrin rum. So, gucken uns erstmal die Leute weiter an. Ach, da bist du ja wieder. Hey, Yefim. Du siehst müde aus. Brauchst du ein Zimmer? Nee, aber mein Hund, der geht schon mal rein. Nö.
Ich glaube nicht. Wie du meinst. Guck doch ganz schön böse. Kollege, was ist los? Hm? Hast du Zimmer 2 gefunden? Zimmer 2 hat sogar ein Bett. So, gucken wir mal weiter. Was ist denn das hier? Ah, ich habe die gefunden. So, Hund ist weg. So, hier entledigen die ihre Klos. Zimmer 2 haben wir noch, und Zimmer 3 haben wir noch, Zimmer 3. Hier haben wir auch ein Bett drin und eine Couch, beziehungsweise ein Sofa. Aber da hier ist auch kein Fernseher. Waren hier in den anderen Dingern ein Fernseher drin? Also ich möchte mich erstmal vorher ein bisschen umgucken, bevor ich mir irgendein Zimmer hier miete. So, Kollege. Schau dir mal die Bar hier an. Dafür habe ich jemanden getötet. Nur Spaß. Ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Das ist deine Bar? Verdammt, ja. Mein Bruder Jefim und ich machen den besten Schwarzgebrannten im ganzen Commonwealth. Wir nennen ihn Bobrovs Besten. Wir mussten sogar schon Zimmer vermieten, damit die Gäste nach ein paar Gläschen einen Platz zum Umfallen hatten. Okay. Was ist denn so? Dann lass mal sehen, was du so hast. Genau das wollte ich hören. Bourbon, Whisky. Das ist ja nichts Großartiges. Hast du ein paar Kronkorken, die du mir mal ausleihen könntest? Nee, ist schon gut. Das ist ja jetzt nichts Großartiges. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Hey, das lass ich doch. Das lass ich dich doch. Hallo. Kauf, was du brauchst, verkauf dein überflüssiges Zeug und dann verschwinde. Ich will die Trophäe haben, komm ich da ran? Kannst du mal kurz weggucken? Was immer es ist, ich will nichts jetzt damit zu tun haben. Jetzt fällt mir gerade erstmal auf, dass hier Musik im Hintergrund läuft. Jetzt mal kurz ausgemacht, habt ihr kein Problem mit, ne? Dann gut. Hallo. Du nervst. Wer, ich? Ja, ist ja gut. Tschüss, Ansässiger. Hey Mann, ich will nichts kaufen. Hast du einen Grund, mich anzusprechen? Ich hab dich nicht Verschwinde. Habt ihr alle ein Problem? Ich hab dich nicht mal angesprochen. Hi. Was immer du willst, ich hab keine Zeit dafür. Keine Zeit, dass du eine verdammt große Hand hast? Na, möchtest du reden? Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. So, mal gucken, ob es heute ein Stück Kuchen gibt. Gibt's heute nicht? Die Maschine ist kaputt. Na toll. Ich habe hier einen Dollar reingesteckt, hier kommt kein Kuchen raus. Eigentlich habe ich hier keinen Dollar reingesteckt, aber hier kommt trotzdem kein Kuchen. Ich probiere es nochmal. Komm, Papi, ich brauche ein Stück Kuchen. Na toll. Warum ist das Stück Kuchen oben eigentlich in Ordnung und die restlichen Sachen sind so vergammelt? Ist ja Plastikkuchen. So, hier kann man die Tür öffnen. Oder mal hier. Hier sind normalerweise Duschen. Hm, doch, das ist ein bisschen ganz komisch angeordnet hier. So, möchtest du reden? Hör einfach auf, okay? Wir haben unsere eigenen Probleme. Die spinnen alle hier. Oh. Railroad. Ich muss auch nur mal sicher gehen. Wenn solche Sachen rumliegen, die sind ja für mich da. Wie ist denn das Ding jetzt? Das hier. Wach auf, Commonwealth. Die Synths sind nicht eure Feinde. Sie sind genauso Opfer dieses Kriegs wie ihr. Ja, sie wurden vom Institut erschaffen, aber sie sind nichts weiter als Sklaven. Denkende, fühlende und träumende Wesen, vollkommen unterdrückt von ihren tyrannischen Herrschern. Also, schließt euch uns im Kampf gegen den wahren Feind an. Das Institut. Schließt euch der Railroad an. Wenn ihr bereit für diesen nächsten Schritt seid, keine Sorge, wir werden euch finden.
sind die Syntheten eigentlich auch nur Unterdrückte? Also laut dieser Information. Okay. Was ist denn da? Ein wunderschönes Schlafzimmer hier. Oh, ich werde sogar die Kleber mitnehmen. Ich würde sogar im Terminal gucken. Ich bin ja nicht versteckt. Und du lässt die Tür zu, ne? Der geht schon Richtung Tür. Lass die Tür zu. Ich will nur mal ganz kurz reingucken. Ich will ja nichts stehlen. Ich will nur mal ganz kurz lesen. Ich bin ja immer so ein bisschen, ne, interessiert an Sachen, die hier rumstehen. Komm, hier muss ja irgendwie dazu. So. Weil wenn es hier schon kostenlose Informationen gibt, möchte ich da mal ganz kurz reingucken. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Informationen zu unserem Sohn. Zu irgendwelchen Syntheten, die hier rumlaufen. Gut. So, was haben wir denn uns noch übrig? Bonus. Wie schön. An Vadim, bitte mach sauber. Vadim, bitte erledige zumindest deinen Teil des Reinemachens und halte die Bar sauber. Scarlett putzt schon die Hälfte der Zimmer, die Tische und die Veranda. Ich den Rest. Darf ich dich daran erinnern, dass ich nicht Mutter bin? Ja? Ja. Wie soll man je? Jefim? So, bitte nachts leiser sprechen. Vadim, wir führen ein Hotel, oder? Die Leute bezahlen uns, um hier zu schlafen, oder? Ist es nicht möglich, die Bar jeden Abend zur gleichen Zeit zu schließen? Manchmal hören die Gäste noch bis morgens, wie du dich mit den Kunden an der Bar unterhältst. Du bist alles andere als leise. Versuch wenigstens nicht ganz so laut zu sein, wenn du schon rund um die Uhr Drinks ausschenken musst. Wie auch immer heißt, ich habe ein Problem mit dem Namen. Vadim, mir macht es nichts aus, Rechnung für Rechnung für unser Geschäft zu bezahlen. Aber ich bin nicht dein Buchhalter. Wenn wir einkaufen, sagst du zu Händlern, Rechnung an Dockout. Da muss ich sie bezahlen oder wir verlieren alles. Wir machen das gemeinsam, ja? Warum bin dann ich der Einzige, der persönliche Finanzen vom beruflichen Finanzen trennt? Mhm. So gut kommen sie wohl auch nicht miteinander klar. Vadim, ich will reden. Du schickst mich weg. Du sagst, schreib, was du willst in das Terminal. Und du siehst es dir an, aber du liest es nie, was ich schreibe. Verstehst du nicht, wie unerträglich das ist? Du wirst es nicht einmal lesen, nicht wahr? Vater hatte recht. Schwer ist der Rücken, der zwei Lasten trägt. Jefim. Ja, jetzt machst du die Tür auf. Ja, hast du gut gemacht. Ja, hast du die Tür aufgemacht. So, hier war nix. Hörst du? Na du? Hallo, du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Ja. Wem gehört eigentlich diese Bar? Der Laden gehört seit ein paar Jahren den Bobrov-Brüdern. Vadim Bobrov ist der Laute, Jefim der Ruhige. Und ich muss mir den ganzen Tag anhören, wie sie miteinander diskutieren. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles wird hier vor Ort gebraut oder gekocht. Hast du vielleicht was anderes bei? Nee, nicht wirklich, du hast dieselben Sachen, ne? Oh, ne, bald mal. Oh, schön, dass die wenigstens überhaupt einer hier mit mir unterhalten möchte. Was ist denn hier lang? Mhm, eine abgeschlossene Tür. Ich will ja überall gerne reingucken. Wir schmeißen hier 5 Kronkorken in die Waschmaschine. Netter Pip-Boy. Du nervst.
Klatsch gleich, Junge. Ja, danke, ich weiß. Der Bitboy ist super. So. Ich glaube, wir haben hier alles. Ich glaube, wir können hier rausgehen, oder? Ich glaub, wir haben hier mit jedem geredet. Wir gehen mal draußen gucken. Vielleicht ist es ja schon ein bisschen heller geworden. In der Zwischenzeit. Oder eben nicht. Wie spät haben wir eigentlich? 3.14 Uhr morgens. Okay, da wohnt einer drin. Da wohnt auch einer drin. Nee, das ist ein Lagerhaus. Willst du mal was Lustiges machen? Ja. Lauf die Bases. Nee. Glaub mir, ist super. Ist ein Brüller, ne? Ich freue mich schon vor Freude. Ich springe in die Luft vor Freude, meine ich. Cool. So, Dr. Suns Haus. Die sind alle zu. Ist auch zu. Ich könnte da theoretisch überall rein, aber möchte ich ja so gesehen nicht. Ich will mich mit den Leuten hier nicht verscherzen. Second. Ich habe irgendein Siedlungssignal verloren, okay. Ja. Hey. Bist du dieser Händler aus Quincy? Nee, ich will was Lustiges hören. Hast du eine Salbe? Hm. Ich hab da diesen Ausschlag. Wie das Haus öffnen ist nicht gut. Ja, ich lass mal das Haus, weil sie sind hier. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich hab das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur Müll. Und wenn du so weitermachst, holen dich noch die Sins. Ich will gar nicht reingucken, wie viele Aufgaben ich jetzt in letzter Zeit bekommen habe. Wir können mal ganz kurz hier drüber gucken. Ich glaube, wir haben hier noch einige Punkte, die wir ablaufen können. Was? Werkstätten? Warum? Schutz? Essen, Wasser, Betten, Schutz? Oh. Folge dem Freedom Trail. Weiter, wir haben einige Aufgaben bekommen. Ach, die komischen Baseballkarten da. Da will ich noch mal überlegen, ob ich die selber bald. Was immer du fragen willst, ich weiß nichts darüber. Was denn? Hi, ich kenne dich nicht, Mann. Nee, ich weiß. Hallo. Ja? Mach ein bisschen Licht hier an, ne? Verschwinde. Verschwinde. Hallo. Wenn du hier nicht wohnst, bist du ein Niemand, kapiert? Mauzi? You steal, we shoot. Ist auch gut. Mauzi? Mauzi. Wo ist Mauzi? Okay, wir haben ja noch ein Wohnhaus. Hier haben wir die komische Schule. Ob da nachts jetzt auch einer drin ist in der Schule? Mal kurz gucken. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. Regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Pleada, 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 pleada. Atom bomb, baby, loaded with power. Radioactive as a TV tower. A nuclear fission in her soul. Loves with the electronic control. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, boy, she can stay.
start. One of those chain reactions in my heart. A big explosion, big and loud. Mushrooms me right up on a cloud. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Bum, bleada, bum, bleada, bum, bleada, bum. Atom bomb, baby, sweet as a plum. Carries more wild than uranium. When she kisses, there's no hitch. 0 hours, she turns on the switch. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter.